Servus Leute, was geht? Euer Thomas ist am Start mit einem neuen Gameplay Commentary. Heute wird es ein bisschen länger, deswegen habe ich zwei Gameplays eingepackt. Außerdem habe ich versucht, meine Gameplays ein bisschen zu ordnen am PC. Und jetzt findet das schöne Roxio GameCap System meine Gameplays nicht mehr. Deswegen musste ich mir jetzt irgendwas hier zusammensuchen schnell. Denn wie ihr wisst, war ja gestern die Vorstellung der PS4. Dazu komme ich noch und erstmal gehe ich noch kurz zu den zwei Gameplays ein. Das erste ist Team Deathmatch auf Firing Range, von einem Kumpel von mir spielt. Da ich ja jetzt überhaupt keine Gameplays mehr habe. Ja, das ist scheiße. 6 Stück verloren. Und zurzeit kann ich kaum zocken. Also auf jeden Fall spielt er Firing Range mit der Farmers Magazin Erweiterung. Claymore hat er dabei, Handgranaten Semtex als Streak, Hunde, Blackbird und Huey. Und das zweite Gameplay wird frei für alle von genau dem gleichen Kumpel sein, von dem auch schon das Flawless auf Grid war. Das ist dann frei für alle auf Villa mit der Galil Schalldämpfer. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat da auch die Claymore dabei, die Handgranaten und die Semtex. Als Shrieks hat er da aber dann der Drohne, Napalm und Angriffshelikopter dabei. Ja, heute möchte ich mal zu etwas kommen, wie wahrscheinlich viele von euch wissen. War ja gestern die Vorstellung der PS4. Ich konnte es mir nicht live reinziehen, da ich ja auch Schule habe, wie die meisten, die mir wahrscheinlich zuschauen werden. Und deswegen habe ich mir ein paar Infos noch zusammengesucht. Und ja, ich habe mir so das Wichtigste jetzt mal zusammengesucht. Und da fange ich dann erstmal mit dem Prozessor an. Also es wurde eben nicht so viel zur Leistung gesagt, aber was man mit Sicherheit sagen, also was sie gesagt haben, ist, dass es ein x86 Prozessor wird und der mit 6 Kernen ausgestattet ist und dass die PS4 einen 8 GB großen Arbeitsspeicher haben wird. Besser als die PS4 auf jeden Fall. Grafikmäßig weiß ich zumindest jetzt noch nichts. Kann sein, dass da andere schon was haben, aber die Grafik, da komme ich später noch dazu, ist bombastisch. Ja, noch dazu unterstützt sie die Unreal 4 Engine. Ich weiß nicht, wie inwiefern das jetzt wichtig für uns ist, aber was soll's. Gut, was sie gesagt haben noch zur PS4 auf jeden Fall, ist zum Beispiel, was richtig geil ist. Ihr wisst es ja, ihr startet ein Spiel und dann, hier Ladezeit und da Ladezeit. Sie haben sich das Ziel gesetzt, dass es überhaupt keine Ladezeit mehr geben würde. Quasi, ihr startet die Konsole, drückt aufs Spiel, ihr seid sofort drinnen, direkt drinnen. In Anbetracht der Zeit, die ich teilweise an der Konsole verbringe, ist es natürlich richtig geil, weil man Zeit spart. Und ja, bleibe ich gleich mal hier, komme ich dazu, dass die PS4 eine Remote-Unterstützung für die PS Vita bietet, also quasi so wie die Wii U. Kannst du deine PS Vita, falls du eine hast, verbinden mit der PS4 und das Spiel läuft halt 1:1 in der gleichen Grafik auf dem PS Vita Bildschirm. Also darüber kannst du dann auch nochmal spielen. Neuer Controller, was heißt neu? Im Großen und Ganzen, die Form verändert sich nicht, fällt wahrscheinlich bloß ein bisschen größer aus. Und es gibt ein paar Neuerungen. Zum Beispiel hat er einen Touchscreen, der neue Controller, einen kleinen. Wozu? Ich denke mal, damit kann man das Menü bedienen. Wahrscheinlich auch oben so. Das kann ich mir jetzt vorstellen, ich weiß dazu nichts. Dann die Thumbsticks natürlich, ihr wisst schon, haben einen neuen Grip. Der soll einfach dazu dienen, dass die länger halten. Und ich hoffe mal, dass man auch dann noch besser einen Grip hat, wie bei den anderen. Ja, dann gibt es noch ein neues Vibrationssystem. Ja, Mädels, bisschen Ohren aufsperren. Und zwar, wenn ihr irgendwo aneckt im Spiel, so habe ich das jetzt verstanden, dann vibriert halt der Controller. Ich spiele sowieso ohne Vibration, weil es meiner Meinung nach das Aim zerstört. Und ja, was noch wichtig ist, was ich mir aber noch nicht wirklich vorstellen kann, also was dazu jetzt irgendwie passt, ja, ihr habt einen kleinen Klinkenstecker, also quasi einen Kopfhörersteckdose, so nenne ich es jetzt mal, ja. Wozu das da sein wird, natürlich für irgendeine audiotechnische Sache. Ich denke mal, vielleicht könnt ihr dann Game Sound oder so hören, keine Ahnung. Bin mir da jetzt nicht sicher. Und was noch extrem, extrem lustig ist, es ist extrem witzig. Vielleicht kennen ein paar Teamviewer. Und das gleiche wird es auf der PS3 geben. Also, wenn ein Freund zum Beispiel bei einem Spiel nicht weiterkommt, lädt euch in den Chat ein. Und ja, dann könnt ihr quasi von eurer PS3 auf seine PS3 zugreifen und für ihn diesen Abschnitt spielen, damit er da ums Verrecken
wo er ums Verrecken nicht weiterkommt, dass er da eben weiterkommt, ja? Finde ich persönlich richtig lustig. Kann ich mir eigentlich ziemlich witzige Sachen vorstellen. Und ja, zum Beispiel, was haben wir denn noch aufgeschrieben? Ja, Downloads. Wenn ihr jetzt ein Spiel downloadet, das richtet sich an solche Leute wie mich mit einer schlechteren Internetverbindung, ladet ihr ein Part runter und jedes Spiel wird so in ein paar Parts gegliedert sein vom Runterladen. Also es ist immer noch ein Stück, aber du kannst, wenn du den ersten Teil runtergeladen hast, das Spiel spielen und hintenrum wird quasi das Spiel, während du spielst, noch fertig gedownloadet, was natürlich richtig gut ist, so sag ich's jetzt mal. Und ja, ja, genau, dann habe ich jetzt so viel mehr, habe ich jetzt da nicht aufgeschrieben. Ah, Social Media, Leute. Social Media, natürlich großes Thema mittlerweile und sie haben selber gesagt, dass Spielen mittlerweile auch soziale Medien halt erreicht hat und deswegen kann man halt Facebook, ist eine Facebook-Integration auf der PS4, also ihr könnt auf Facebook zugreifen und sagen, oh, ich hab gerade hier Triple, Double, Multi, was weiß ich, Nuke gerissen oder irgend so eine Scheiße. Und ja, dann gibt es noch eine Stream-Integration, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von der Aussprache. Weil, ja, es war ja alles auf Englisch, wie ihr wisst, und ich habe mir da ein paar Parts reingezogen, so meine wichtigsten Infos. Ja, ihr könnt wahrscheinlich von der Konsole aus streamen. Ist natürlich gut für die Leute, die jetzt irgendwie kein streamfähige Aufnahme-Capture-Karte haben. Und ja, dann kommen wir auch schon zu einer Sache, die ich negativ finde. Ihr wisst sicher, oder manche wissen es vielleicht noch, die erste PS3, die allererste, da hat PS2-Spiele unterstützt. Ihr hattet ein geiles PS2-Spiel, wie zum Beispiel, was weiß ich, Metal Gear Solid, was weiß ich, und ihr konntet es spielen. Das wurde im Nachhinein gefixt und bei der PS4 wird es so sein, dass ihr eben, ja, keine PS3-Unterstützung habt, was einfach im Klartext heißt, wenn ihr Spiel spielen wollt, spielt es auf der PS3 oder ihr kauft es euch nochmal. Ja, dann komme ich noch zu den Launch Games. Launch Games habe ich jetzt hier vier Stück stehen. Und zwar Killzone. Ja, neues Killzone willkommen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Und ich sag euch, Leute, die Grafik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Grafik ist Orgasmus pur. Ohne Witz. Also, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es wird die PCs um meilenweit voraus sein. Meilenweit, also momentan. Natürlich könnte noch irgendeine Innovation kommen, dann sind sie uns wieder voraus. Aber die Grafik ist richtig titte, richtig fett, richtig geil einfach nur, ja? Storyline, nichts bekannt, sowas. Dann Drive Club. Ich habe eigentlich mit dem Ridge Racer gerechnet, weil das irgendwie bei der PS3 auch dabei war als Launch-Titel. Drive Club wird ein Rennspiel werden, das ihr eben dann halt auch über Social spielen könnt, Echtzeitrennen, Clans gründen könnt, jetzt sowas. Dann ein neues Infamous, Second Son. Auch nur kurzer Spielausschnitt, Grafik auch richtig geil. Und Destiny, ja, Activision arbeitet ja mit Bungie, dem Machen von Halo zusammen an Destiny, ich weiß nicht, ob ihr was davon gehört habt. So eine Art FPS-MMORPG, also First-Person-Shooter, also Ego-Shooter und Rollenspiel so ein wenig in einem mit einer total offenen Sandbox-Welt wie GTA zum Beispiel. Ja, und dann noch so ein Mittelalter-Spiel, ich habe mir den Namen, habe ich jetzt vergessen. Die Effekte, da hat er irgendwie gegen so einen Drachen gekämpft. Die Effekte waren richtig geil. Die Welt sah auch richtig geil. Also, ich muss sagen, ah ja, oh, das Wichtigste fast vergessen, Leute. Party Chat. Xbox hat's schon, die Xbox 360 und auf der PS4 wird's auch endlich vorhanden sein. Hey, hätte ich das vergessen, ich glaube, die meisten hätten mir den Kopf abgeschlagen und hätten, oh mein Gott, wieder kein Party Chat. Oh mein Gott. Nein, den wird's diesmal auch geben. Also kein Problem. Ja, und ich bin halt, ich hab zu viel, also für ein paar Freunde werden das Video sicherlich sehen von mir. Ich habe ja gesagt, ich werde mir eine Xbox 27 holen, wenn sie rauskommt, aber erstmal muss ich schauen, was sie mir bietet, weil die PS4 hat schon richtig auf die Messlatte richtig hochgelegt. Ja, so viel zu PS4 und dann noch kurz zu MW4. Ja, MW4, Activision hatte so einen jahresabschließenden Telefonkonferenz oder eine Telefonkonferenz, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wir hätten es nie erwartet. Activision arbeitet an einem neuen Call of Duty. Wahrscheinlich wird es
irgendwie noch zusammenhängt mit MW3 sein. Das wird auch ungefähr in dem Zeitraum spielen. Und ja, so viel war's dann erstmal auch von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ja, ihr könnt auch noch Fragen in den Kommentaren stellen. Wenn ihr Gameplays habt, bitte, bitte schreibt mir. Ich habe keine mehr, ja. Hier leckt's irgendwie kurz. Im Gameplay, naja, ist egal. Gut, dann sage ich schon mal, haut rein, Leute. Und wie gesagt, Dislike, Like liegt natürlich ganz bei euch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Nächstes Video am Wochenende. Ciao, Sen.